Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Und ich habe wieder mal was bestellt bei Lego, also bei Lego direkt im Shop. Und ja, ich habe hier 2-3 Sets und ich habe hier ein paar Teile aus Pick-a-Brick Abteilung. Ja, da gab es ein paar Teile, die ich unbedingt wollte, ein paar Minifiguren und die sind hier drin, die schauen wir uns dann gleich an. Zuerst aber würde ich sagen, wir starten mit den Sets, die hier drin sind. Das sind nur ein paar kleine Sets, also ich habe jetzt hier nichts Großes gekauft. Ich habe mich dann eben mehr auf die Teile beschränkt, weil ja, die Teile sind mir wichtiger dann als diese Sets, die ich da gerade bringe. Und im Lego-Shop ist meistens sehr teuer. Also ich warte mit den Sets meistens, bis die irgendwo in einem anderen Shop verfügbar sind und mit Rabatt verkauft werden. Also, ja. Aber ich habe hier ein paar Sets und ja, fangen wir mal an. Das ist das hier, die Postkarte von Australien. Ich habe da ja schon andere Postkarten vorgestellt, wie die Postkarte von New York, London, was habe ich noch? Peking. Paris habe ich noch hier zum Bauen, das sieht dann von hinten so aus. Das ist ein Exklusivset, das wird nie rabattiert sein, außer es geht dann irgendwann End of Life, dann kann es sein, dass es rabattiert ist. Bis dahin wird es aber nicht rabattiert sein. Also von dem her habe ich mir das gekauft, weil ich wollte eben auch ein GWP haben. Deshalb musste ich auf einen gewissen Betrag kommen. Und das GWP ist auch hier drin. Und, aber zuerst noch ein anderes Set, das ich unbedingt wollte. Also deswegen habe ich eigentlich auch bestellt, weil das Set einfach ist ein City-Set. Ein cooles, kleines Set. Hier. Das hier mit den 2 Ottern. Und ja, wenn man 2 Otter kriegt in einem Set, ist das doch ein super Set. Ich finde, Lego sollte viel mehr so kleine Sets machen. Und das machen sie auch. Es kommt jetzt auch ein sehr ähnliches Set, von der Größe her ist es gleich, wie das hier. Mit, glaube ich, 2 Robben sind da drin. Oder eine große Robbe und eine kleine Robbe. Hier hat es jetzt einfach 2 Otter drin und einen Fisch und einen Baum und einen eine Lego-Minifigur auf dem Motorrad, also auf dem Quad. Ein Frosch hat es auch noch drin, sehe ich gerade. Ja, also, wie ich finde, ein tolles Set. Also, ich muss es dann aufbauen und werde auch dann darüber berichten. Aber nur schon wegen diesen 2 Ottern. Ja, ich liebe die Lego-Tiere und wenn man hier 2 Otter in einem Set hat, ja, die kann man gut in der Witterwelt einbauen, die kann ich auch sonst irgendwo einbauen. Und ja, ich musste dieses Set einfach haben. Und das ist ein Lego-Exklusiv-Set ebenfalls. Das gibt es nur bei Lego. Ja. Und dann bekam ich noch ein GWP. Und nämlich hier das hier. Den Piratenschiff Playground. Also der Spielplatz, der Piratenspielplatz. Piratenschiff-Spielplatz, richtig übersetzt. So. Das ist ein Limited Edition. Das gab es gerade als GWP. Und ich mag Piraten, also ja, das sieht cool aus. Kann man vielleicht dann auch irgendwo in die City stellen, als einen Spielplatz. Oder in, wenn man vielleicht irgend so einen Vergnügungspark baut, kann man das auch da als Spielplatz hinstellen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Set. Könnt ihr gerne auch Kommentare hier zu diesen Sets in die, ja, könnt ihr Kommentare in die Kommentare schreiben, natürlich, ja, für diese Sets. Das sind die Sets, die ich gekauft habe. Also das hier gab es gratis dazu, weil das, als ich über einen bestimmten Betrag gekommen bin, das stelle ich mal hier drüben hin, die müssen ein bisschen weiter nach außen. Und dann kommen wir jetzt zu den Teilen, die ich hier bestellt habe. Also hat jetzt hier nicht mega viele Teile drin, aber ihr wisst ja, ich baue einen Ritter-Mock, bin ich dran. Habe da zwar länger schon nichts mehr gemacht, aber es gab jetzt da Sachen von den Rittern, die man da bestellen konnte und da habe ich natürlich zugeschlagen. Genau, das ist nur die Rechnung, die brauchen wir hier nicht. Und dann haben wir einen Sack voll Teile. Das hier ist leer, kommt auch weg. Den schneiden wir dann hier oben auf. Und dann schauen wir mal, was wir hier alles für coole Teile drin haben. So, das kann auch weg.
Und dann haben wir hier die Teileliste. Ja, und wenn ihr hier schon seht, ich habe hier jede Menge Sachen bestellt. Alles Ritter-Sachen. Das ist die erste Seite. Die zweite Seite. Und sogar noch eine dritte Seite. Nein, da ist dann nur noch der Totalpreis. Aber ich habe jede Menge Ritter-Sachen und die schauen wir uns an, was wir hier haben. Hier, was natürlich schon gleich mal heraussticht, ist da die Decke fürs Pferd, für ein Pferd mit den Löwen drauf. Das war ein bisschen teuer, das hat, glaube ich, etwa 7 Euro gekostet, dieses eine Teil. Aber für ein cooles Pferd, ja, die Pferde sehen einfach mit so Decken besser aus. Ich habe auch noch eine andere bestellt, das hier sind jetzt nur... Das sind die Teile, wie heißen die? Es gibt Standardteile und dann gibt es halt noch die Teile, die... Ja, es gibt zwei verschiedene Bestellarten da. Also Teile, die sind entweder dann in den Bestsellern, genau, also die, die sich gut verkaufen, oder dann einfach Standardteile. Das hier sind jetzt die Bestseller, die werden schneller verpackt und die Standardteile kommen dann noch. Da dauert es aber oft einen Monat oder so. Das hier dauert jetzt eine Woche oder so. Und ja... Eben, da kommt dann noch eins von den Falkenrittern, auch so für die Pferde. Ich habe mir jetzt einfach mal hier eins bestellt, weil, ja, ist doch relativ teuer. Dann habe ich mir hier ein paar von diesen Tannen, die es bei der Burg gibt, also von diesen kleinen Tänchen, in Dark Green bestellt, weil ich die toll finde. Und die eben noch nicht so lange gibt, habe ich mir 3 Stück bestellt. Und dann habe ich hier noch so... Es gibt noch so Tüten mit so Buchstaben. Davon habe ich 2. Ich habe da schon ein paar. Aber die sind praktisch, wenn man vielleicht in der Stadt oder irgendwo halt was schreiben will. Hat man hier Buchstaben, die man dann da an einen Brick Modified heranmachen kann. Dann haben wir hier einige Soldaten. Ich baue hier mal einen zusammen. Einfach. Ich habe hier eben auch viele von diesen Helmen, weil ich finde diese Helme cool. Ich habe jetzt hier aber keine Waffen bestellt. Aber ich habe zum Beispiel, also Waffen, ich habe Schilde bestellt, ein paar. Waffen jetzt nicht groß, aber ich baue jetzt hier mal einen der Ritter zusammen. Und ja, ich habe viele von diesen Helmen hier, den der Ritter hier an hat, bestellt, weil ich die einfach cool finde. Ich finde die cooler als die anderen Helme. Hier, der hat jetzt ein Schild der Löwenritter. Ja, und einfach mal schauen, wie cool der bedruckt ist. Und ja, ich brauche halt noch für meine Burg noch ein paar Soldaten mehr. Deshalb habe ich da ein paar bestellt. Dann habe ich aber auch ja, ein paar Forest Man bestellt. Genau so heißen sie. Da habe ich jetzt aber keine Hüte, weil die Hüte gab es im Moment nicht. Die kann ich dann vielleicht mal ein anderes Mal bestellen. Oder dann bekommen die einfach Haare. Schilder gab es auch. Und ebenso sieht dann die Forest Man Figur aus. Von denen habe ich hier auch ein paar Stück. Hier sind zumindest die Oberkörper. Hier noch ein paar Beine. Die brauche ich. Ich habe eben noch, noch Beine. Also von dem her. Ja. Dann habe ich hier noch ein paar andere Teile bestellt. Von dem Wikinger-Schiff. Und da auch ein paar Helme dazu. Die Helme sind allerdings im anderen. Aber ein Helm ist hier schon mit dabei. Wo man dann so einen Wikinger draus machen kann. Der sieht dann so aus zum Beispiel. Aber es gibt ja noch extra Wikinger-Helme, die sind aber eben Standardteile, die kommen dann noch. Das hat, ja, da muss ich jetzt halt drauf warten. Aber das ist auch ein Helm, den ich bestellt habe und den finde ich eigentlich auch ganz cool. Dann habe ich hier noch andere Oberkörper von den Wikingern. Mal schauen, dass ich da nicht die gleichen nehme. Das hier ist der hier. Ne? Ja, jetzt muss ich suchen. Ne? Ich habe gedacht, das wären 3. Aber das kann auch wieder sein, dass einer bei den Standardteilen ist und einer in den Bestsellern. Das wäre durchaus möglich. Aber ich habe dann zum Beispiel auch noch diesen Oberkörper hier bestellt. Da kommt auch mal ein Kopf. Einfach so ein normaler Stadtbewohner für die Ritter. Er kann auch dann andere Hosen bekommen. Die habe ich jetzt auch mal drauf gemacht, dass er da ein bisschen stehen kann. Dieser Körper ist auch sehr cool. Und... Ja, was haben wir hier denn hier noch? Ja, hier haben wir natürlich noch jede Menge Schilder. Ja, hier habe ich auch noch ein
Oberkörper, der ist dann eher von Burgfräulein oder so. Ich habe jetzt hier einfach mal ein paar Hosen dran gemacht, das spielt ja keine Rolle. Das hier ist dann noch so ein Körper, Oberkörper von einem Burgfräulein. Eben Beine habe ich auch noch in meinem Fundus, also da kann ich dann immer noch ergänzen, was ich da brauche. Und dann haben wir hier noch einen anderen Ritter. Jetzt muss ich noch schauen, ob ich auch noch andere Hosen habe. Also andere Beine, das sind ja keine Hosen, das sind ja Beine. Aber ich habe, glaube ich, nur die bestellt. Und da sieht halt der Oberkörper dann anders aus. Ich mache jetzt eben auch mal den Helm drauf. Und hier könnt ihr dann einfach mal schauen, die zwei verschiedenen Oberkörper, die ich da bestellt habe. Stelle die mal nebeneinander, dann könnt ihr das auch gut vergleichen. Der eine ist halt ein bisschen für höher gestellte Soldaten. Oder für den König oder wer auch immer. Und die anderen halt das normale Lions-Soldaten. So, dann haben wir hier noch diverse Schilde. Ich mache die jetzt mal an die Figuren ran, dass ihr die auch sehen könnt. Ich habe da alles Mögliche für Schilder bestellt. Zum Beispiel die zwei hier. Da habe ich auch verschiedene Anzahlen dieser Schilde. Hier habe ich auch viele von diesen Forestman-Schilden, weil die halt schon auch cool sind. Und halt eben, ja, das hatten wir, glaube ich, schon, ja. Dann das hier noch, das ist auch nochmal eines von den Löwenrittern und hier nochmal eins von den Kreuzrittern oder so, ich weiß nicht mehr genau. Nee, die haben auch einen speziellen Namen. Die gab es früher vor allem auch, hatten die jetzt auf dem Oberkörper dieses Zeichen, weiß aber nicht mehr, wie die genau heißen. Und dann haben wir hier noch einen normalen. Das ist auch nochmal, den ich schon hatte, den hatten wir auch schon. Dann haben wir den Schild hier noch. Ja, eben, ich habe da alles Mögliche ein bisschen gekauft, dass man da variieren kann, andere Soldaten machen. Dann habe ich eben die zwei Schilder hier noch. Und die sind halt alle bedruckt, also das ist kein Aufkleber, nichts, das sind alles bedruckte Teile und klar, die sind nicht ganz günstig, aber ich finde, die sind das auch wert. Genau, das waren jetzt alle verschiedenen. Nochmals einer. Daneben habe ich jede Menge von diesen Helmen. Und ja, das wäre es dann eigentlich, noch ein paar Köpfe hier. Da kommen aber auch noch mehr Köpfe und eben von diesen Helmen hier habe ich jede Menge. Das müssten irgendwie 17 Stück sein oder so. Und die finde ich halt einfach cool. Ja, Soldaten mit diesen Helmen. Also eben, wie gesagt, ihr könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, wie ihr die Figuren findet, wie ihr diese Helme findet. Ich finde die genial. Also, ja. Ich finde, das sind die besten Ritterhelme. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Das kann jeder so empfinden, wie er will. Ich finde die recht cool. Andere finden die vielleicht nicht so cool. Mir gefallen die. Ja. Ja, das wäre es dann, glaube ich, so. Eben ein paar Köpfe noch, aber das meine, es ist nicht mega interessant. Und noch mehr halt von diesen Rittern hier. Müssten, glaube ich, insgesamt 8 Stück sein oder so. Von den normalen und 2 von den besseren, also von den höher gestellten. Glaube ich. Oder so. Kann mich aber auch täuschen. Nee, 6 von den normalen und 2 von den höher gestellten. Genau, dann geht's auf. Ja, und ich freue mich natürlich, hier ist noch ein Kopf weggerollt. Ich freue mich natürlich für diese Figuren, die kommen dann alle da in mein Mock. Auch das, die Helme werden da noch gewechselt bei gewissen Soldaten. Einfach, dass viele dann halt solche Helme hier anhaben. Und dann gibt es noch ein paar Forestmen und ein paar Stadtbewohner und alles Mögliche. Und halt eben noch ein paar Wikinger vielleicht, aber die kann man auch als normale Soldaten nehmen im Mittelalter. Das passt auch, also das, die haben ja auch so eine Art Schutzpanzer an. Ob die jetzt halt Wikinger sind oder ob die da bei den Rittern herumlaufen, das spielt dann nicht so eine Rolle. Die passen da gut rein und ja. Ich freue mich darauf, das dann zu verbauen. Ich hoffe, ich finde mal Zeit wieder, dann meinen Mock weiterzumachen. Ist halt jetzt im Sommer so, da habe ich viel zu tun mit meinen Gästen. Ja, da komme ich nicht immer dazu, Lego zu bauen. Ich schaue, dass es irgendwie geht, aber ja,
Manchmal hat man dann auch gar keine Lust, weil man vielleicht eben draußen am See hockt oder im Garten und dann nicht irgendwie drin am Lego bauen ist. Aber kommt dann sicher wieder die Zeit, wo ich mehr Zeit zum Lego bauen habe. Aber ja, bis dahin wünsche ich euch sicher mal eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Und ja, ich bin ja immer wieder hier. Also ich werde nicht aufhören, Videos zu machen. Und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit mit diesen Sachen hier. Hoffe, ihr euch hat Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Gerne auch ein Abo dalassen, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das würde mich sehr freuen. Und eben, also, wenn ihr auch solche Figuren mögt und die gerne bestellen würdet, geht auf lego.com, geht da in die Pix a Brick Abteilung und da könnt ihr die Figuren selber auswählen und die so zusammenstellen, wie ihr möchtet. Ihr könnt auch Waffen kaufen und alles Mögliche für die Lego-Minifiguren. Und so kann man eigentlich im Prinzip am günstigsten zu einer solchen Armee kommen. Das ist jetzt keine große Armee, aber für die Burg noch ein bisschen auszustatten, da sind ja nur irgendwie auch 8 von diesen drin oder so, und da noch ein bisschen mehr zu haben, habe ich eben gedacht, ich bestelle mir den. Ja. In dem Sinn, ich wünsche euch eine gute Zeit, bis bald und macht's gut.